Willkommen meine Freunde von Fettspielen zum zweiten Teil unseres WoW Let's Plays. Und wie ihr seht, ich bin immer noch mit meinem Pandaren Monk unterwegs. Bin gerade Level 2 und habe schon gerade gesehen, ich habe 4 Freundschaftsanfragen bekommen. Ausstehende, ja, dann nehmen wir doch mal an hier, würde ich sagen. Oder Goldhahn, ne, Ablehn, das ist nichts, das ist nichts, das ist nichts. Ist auch nicht, das war alles nur Goldseller-Werbung. Aber das brauchen wir überhaupt nicht. Ich würde sagen, wir questen einfach weiter. Wenn ihr mir Freundschaftsanfragen schicken wollt, dann macht es, ne? Also solange ihr keine Goldseller seid. So, jawohl, dann geht's jetzt einfach mal. Sprecht mit Händler Lorvo bei Fußdeich. Ja, das machen wir doch glatt. Da gehen wir hier lang. Sehr schön, sehr schön. Ich mag einfach das Pandaren-Land hier, das ist echt super, super gemacht. Sehr, sehr schön. Oh, hier unten kommen wir jetzt hin. Zum Sprechen mit Händler Lorvo bei Fußdeich. Ja, das machen wir doch glatt. Autorun ist an. Oh, wie ich das liebe. So, sehr gut. Ich merke gerade, ich könnte mal die Grafikdetails ein bisschen höher stellen. Dann wird es auch hier besser aussehen. Das Wasser sieht schon ganz gut aus. Wenn ich mich erinnere, wie früher das Wasser bei WoW aussah. Hallo. Da wäre ich das Blech weggeflogen, sage ich. Aha, ja, was erzählt er? Interessiert mich nicht. Ja, her damit. Schafft 6 Übungsmaterial von Hungsberg. Jawohl, hole ich. Vermisster Fahrer. Ja, kriege ich einen Umhang und eine Tasche. Die Jadeschlange euch leiten. So, das erste ist wohl hier oben direkt. Müssen wir die hier, die Wildtiere. Was ist denn der Tooltip hier unten, ey? Ist ja wohl bescheuert. Gucken wir nochmal, ob ich die da brauche. Eine Fähigkeit ist echt ein bisschen lächerlich gerade, finde ich. So, muss ich die denn looten? Nee. Was muss ich denn hier machen? Rettet den Karrenfahrer. Wo ist denn der Karrenfahrer? Ist er das? Ja, vielleicht. Vielleicht muss ich mal zu ihr gehen. Mal sehen, was sie so zu erzählen hat. Ja, die ist in irgendeine Übung vertieft. Das ist ja super. Gucken wir mal hier. Gestohlene Übungsmaterial. 6 Stück. Ja. Keine Ahnung, wo ich die herkrieg. Vielleicht doch hier von den Typen. Nee, das kann nicht sein. Ah, hier. Die Jungs haben das. Muss ich mal ein bisschen, geht's mal ein bisschen auf die Schnauze, hä? Ich so mal Haut zu Baut. Alter! Jetzt brauche ich noch. Hautze auf die Schnauze, würde ich mal sagen. Stunnen wir den mal. Da geht er down. Level up! Jawohl, sehr, sehr schön. Neue Fähigkeit für Tiger Clown. Was macht das? Greift mit eurer Handfläche einen Versuch, so 13 bis gewährt euch Kraft des Tigers, wird euch 21 Lungen. Kostet ein Chi und das ist mein Chi. Ich habe noch 3. Dann hauen wir direkt mal. Wir machen es wie besser für die Quest sinnvoll. Fangen wir mal mit der Aktion an. Jawohl, 40% Life weniger. Ja, das können wir fast die ganze Zeit durchgehen machen. Ja, zack, zack. Wieder down. Her damit. Gibt es noch mehr von euch hier? Nein, da vorne. Ja, ich finde das eigentlich ganz nett hier, die Fähigkeit. Versteht doch jeder. Bauen wir Chi auf und hauen Chi drauf. Ja, genau. Immer schön Shift beim Looten drücken am Anfang. Das ist mein Tipp. Dann macht ihr nämlich Auto-Loot. Müsst nicht hier alles einzeln durchklicken. Und ich nehme immer alles mit und verkaufe es danach. Wenn meine Tasche jetzt dann voll wird, gut, Pech gehabt. Rauswerfen kann ich die Sachen immer noch. Da hinten gibt es noch was. Da haben wir noch einen. Habe ich noch Chi? Ne, das baut sich auf. Was ist mit euch los? Alter! Biatch! Kommt ihr zurück? Jetzt muss ich da hinten hinrennen. Na gut, ist egal. Kein Problem. Da ist eh die nächste Quest. Jawohl, jawohl. Du kriegst jetzt voll auf die Knute hier. Jawohl. Und ein Chi drauf. Zack. Zack, zack, zack. So, Quest erledigt. Rettet den Karrenfahrer. Wo ist denn das noch? Das ist hier direkt.
Ist das hier? Ja, da ist das. Ich erledige immer, wenn ich zwei Quests kriege, erledige ich immer direkt zusammen. Also das bringt sonst nichts, wenn man da immer abbricht. Zwischendrin. Berichtet mir von euren Reisen. Berichtet mir von euren Reisen. Jawohl, mach ich glatt. Wagen, Wagen. Ah, ich habe sie beide erledigt. Sehr gut. Und zurück mit uns. Ja, das ist jetzt natürlich noch easy going hier am Anfang. Ich habe noch keine Hilfsleisten an. Das kann ich eigentlich mal an. Interface, Aktionsleisten, untere, obere, rechte. Rechte Leiste 2. Zack, die mache ich auf jeden Fall schon mal an. Später werde ich Bartender drauf machen. Wenn es soweit ist, aber jetzt brauchen wir das noch nicht. Sobald mir die ersten Inis kommen, dann gucke ich mal, was ich spiele, je nachdem, wie ich eingeladen werden kann. So. Aha. Klar. Zack, weiter. Quest beenden. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier kriegen. Ja, die Tasche hat er schon direkt angelegt. Das ist nicht besser, das ist nicht besser. Das können wir gleich mal verkaufen hier, das ist auch nicht besser. Das ist mein Ruhestand, das können wir mal anziehen, jawohl. Und jetzt verkaufen wir erst noch, würde ich sagen. Das und das. Alles schön weg. Kann man schon 4 Silber einstecken. Das ist doch schon mal herrlich. So, hier kriegen wir eine Quest. Beschützer, weil während sie meditiert. Mach ich glatt. Hoi. Was ist mit der los? Ich denke, die ist hier oben irgendwo hingejumpt. Ja. Da gehen wir doch mal hinterher. Aber vorher hau ich noch dem auf die Schnauze. Manchmal kann man auch so ein bisschen grinden, ne? Also das schadet nicht. Und vor allem mag ich das hier, dieses Chi, das ist recht relativ mächtig, finde ich sogar. So, was haben wir hier? Höhle der Meditation. Ja, was hier? Achso. Okay, ich muss sie verteidigen. Hier, das ist wohl die Leiste, die das sagt. Hallo. Jetzt sehe ich auch mal, dass meine Dinger nicht mittig sind. Das kann ich dann gleich mal korrigieren. Egal, ist nicht schlimm, das können wir später mal machen, wenn ich irgendeine Castleiste habe oder sowas, sonst bringt es das nicht. Na, oh, schön mit dem Cheat drauf, das ist herrlich. Sehr gut, sehr gut. Fenster verschieben, Fenster entsperren. So gehört es eigentlich. Fenster. Fenster verschieben, ne, Fenster. Sperren. So, jetzt kann es weitergehen. Also wie gesagt, ich bin so eine Mischung aus Klicken, aus Tab drücken und auch mal die Gegner anklicken. Also ich mache beides. Wenn ihr euch wundert, wie ich spiele. So, weiter geht's, weiter geht's. Ja, hier haben wir das gleich erledigt. Schön zwei. Das war jetzt mit Tab. Immer schön den Überblick behalten, das ist das Wichtigste. Mal schön gucken, wie viel Life die noch haben. Das sieht alles gut aus. Zack, zack. 100%. Quest erledigt. Jawohl. Beim Meditieren geholfen. Jetzt gehen wir direkt hier vor. Kriegen eine schöne Brustrüstung. Die können wir auch direkt mal anziehen. Jawohl. Sieht man auch. Sieht ganz cool aus. So, dann gibt es die nächste Quest mit Wunsung. Und das geht hier lang. Weiter geht's mit meinem Mönch. Ach Gott. WoW. Kontakte. Ja, das sind ein paar meiner Kumpels. Okay, die müssen wir jetzt nicht hier unbedingt zeigen. Bin dann Chino. Das ist mein Tag, mein anderer. Warum sind, was tun sie gerade? Level. Einen Monk. Aktualisieren. Zack. Also hier seht ihr mein Gamertag hier oben. Merkt es euch. So könnt ihr mich einladen. Würde mich freuen. Tötet 8 Fee Fufeng-Angreifer. Oh, die Säcke, ey. Was geht mit euch ab hier? Gibt die Schnauze raus. Was mit dir ist immer noch nicht kaputt.
Schön. Oh, das macht echt gut Damage hier. Ich meine, 284 DPS, epische 284 DPS. Das ist natürlich echt extrem. Ich meine, damit reißt man richtig was. Aber das mag ich an WoW. Ich sehe das ganz gern, was ich mache, damit ich mich auch verbessern kann. Das mag ich zum Beispiel an anderen MMOs nicht so gerne. Dass sie immer sagen, okay, wir machen kein DPS-Meter rein, weil es ja ein, ich sag jetzt mal, so ein Broad-Schwanz-Vergleich ist. Aber ich sehe einfach gern, was ich mache und welche Fähigkeit welchen Effekt hat. Und nicht nur einfach, okay, die Fähigkeit prügelt zwar den Gegner um, aber ich weiß nicht warum. Und deswegen finde ich eigentlich einen DPS-Meter fast verpflichtend für ein gutes MMO. Ja, genau. Level up. Aber da teilen sich die Meinungen auch bei DPS-Meter, ja oder nein. Und jedem das seine. Ich mag's. Komm, einer noch. Wo seid ihr? Da. Da vielleicht auch noch einen. So, you are the last one. And now you're gonna die. So, sehr schön. 7 von 8. Ne, einen noch. Ah, da haben wir noch einen. Oh, komm, der kriegt direkt mal einen Chi in die Fresse. Zirk. Und nochmal Bam. Und nochmal Bam. Nochmal zwei. Das baut ja zwei Chi auf. Das ist ja schon extrem viel, finde ich. So, erledigt. Jetzt gibt's keine mehr hier. Wir verstehen uns. Ja, direkt mal eine schöne Hose bekommen. Zack. Zwei neue Quests. Die höchste Tugend ist der Tatendrang. So, die Hose. Seht ihr, plus 15 Rüstung. Das ist natürlich nicht verkehrt. Das ziehen wir direkt an. Das können wir hier machen. Also wie ihr seht auch, ich habe hier schon Vecnon installiert, das Taschen-Add-on. Das heißt, dass die Taschen nicht einzeln angezeigt werden, sondern zwei Taschen zum Beispiel als eine wie hier. Also ich finde es sehr verwirrend, wenn es einzelne Taschen sind. So, jetzt sollen wir... Ja, das haben wir beides angenommen. Jetzt gehen wir mal hier hin. Ja, was sollen wir hier machen? Was ist mit dir los, ey? Echt? Da, nimm das und das und das, zack. So, zufrieden jetzt? Echt? Spacko. Oh, 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 ihr kann nicht was looten. Oh, ihr kann nicht was looten. Jawohl, immer schön looten. Oh ja, Wurzeln. Sag ja mal! Was ist denn mit euch Affen? Was ist denn mit der Affenbande hier? Was sind das doch für Viecher? Ja, da, frisst doch, echt. Bastardo. So. Immer schön auch Shift hier beidrücken, dann muss man nichts machen. Dann lootet er automatisch. Überhaupt rush ich hier durch, wie ihr merkt, aber. Also, Story ist jetzt nicht so spektakulär. Obwohl ich die allgemeine Geschichte von, also. Von WoW schon sehr, sehr gut finde. Was ist jetzt hier passiert? Ah, okay, ich habe meine Schnellleiste durchgeswitcht, ohne dass ich es wusste. Auch nicht schlecht, das könnt ihr mit Alt machen. Zack. Komm, ich brauche noch ein paar Wurzeln. Komm, 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 put, 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 put. Wo seid ihr Wurzeln? Da oben, müssen wir ein bisschen weit vielleicht. Ah, da ist er. Oh. Na komm, es hilft ja nichts. Bisschen Grind muss man immer. Wir sind ja erst Level... Was sind wir erst? Das ist ja echt lächerlich. 4. Da sind nur noch 86. Das ist easy going, ja? Machen wir damit links. So, die Quest hätten wir erledigt. 1. Flatternde Brise. Was ist denn das? Muss ich das hier benutzen oder was? Ah, ne, das benutze ich hier an dem Schrein. So. Ja, da kommt ein Gegner. Wer hätte es gedacht? Hätte ich jetzt bei epische Gegenstände geschenkt bekommen. Das wäre doch mal was gewesen. Also ey, das Chi baut sich ja hier so dermaßen schnell auf. Da brauche ich ja überhaupt keine Angst zu haben. Ziel des Ziels könnten wir auch mal anmachen danach noch. Das können wir jetzt mal machen. Interface. Anzeige. Geht das denn hier direkt? Nein, schnell. Das lassen wir mal. Aber V können wir anmachen. Ja, genau, das wollte ich. V macht die Namensplates über den Gegner an. Dann sehe ich direkt, wie viel Life die noch haben und wo sich auch Gegner befinden. So, zack. Weiter. Quest erledigt. Flatternde Brise abgeben. Was kriege ich hier? Schuhe.
Gucken wir gleich mal, ob die eine Verbesserung sind. Ich hatte noch gar keine Schuhe, also sind die auf jeden Fall eine Verbesserung. Ich spreche mit Meister Liefey am Schrein des inneren Lichts. Ja, komm, ist kein Ding für mich. Überall dies. Sag mal, die geht mir echt auf den Sack hier. Da, Mann, echt. Echt, echt. Ja, jetzt greift mich wieder die Hälfte an. Jetzt laufe ich auch einfach weiter. Hab keinen Bock mehr hier. Adoze! Ach komm, ihr könnt mir da überhaupt nichts tun hier. Junge, was ist denn hier los? Ey, echt? Na, ja, jetzt muss ich mich halt ein bisschen mit denen anlegen hier. Hilft da nichts. Ah, hier sehe ich auch immer gleich im Kampftext, wie viel Chi ich dazu gewinne. Aber es ist eigentlich einfach. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Also hier erst Chi aufbauen und Chi abbauen. Quasi. Seht ihr auch hier, das macht 7 bis 13 Schaden, das macht 14 bis 25 Schaden. Das ist wesentlich stärker. Muss mal sehen, wie das später wird. Jetzt für den Moment ist es auf jeden Fall noch okay. Jetzt gehen wir entdeckt Schrein des inneren Lichtes. Jawohl. Oh, ist das schön hier. Was ist denn hier los? Was passiert da, wenn ich da drüber laufe? Ja, krieg ich gleich mal Damage. Schön sieht es hier aus. Schön sieht es hier aus. Schön durchs Wasser laufen. Schönes Monkfell ein bisschen nass machen. Entzündet eure ungarische Herausforderungsflagge. Freunde, essen. Diese Dinge sind die wichtigsten. Ja, hab ich entzündet. Ich entzündet. Oh, wenn jetzt mal nicht ein Kampf kommt. So, noch eine. Ah, da ist noch eine. Zack, alle entzündet. Eure Augen Quest beenden. Besiegt Meister Li Fei im Kampf. Ja, pf, warum nicht, ey? Oh, 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 oh. Was habe ich jetzt hier? Rollt eine kurze Entfernung. Okay. Machen wir doch mal hier als Attacke direkt. Ja, ist das bescheuert. Schön Movement an den Tag legen. Parieren. Oh, der, oh. Ja, da weichen wir doch mal aus. Komm, jetzt hau mal einfach mal ein bisschen auf die Schnute hier, bringt ja nichts. Ja, wenn er hier seinen großen Attacke macht, vielleicht sollte man dann einfach die Rolle mal nehmen. Oh, hier, jetzt geht's aber ab mit dir hier. Ey, Akast, du mal dein komisches Ding. Schön Chi aufbauen, 2 und wieder 3 abbauen. Zack, 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 zack. Jetzt wieder 2x1. 1. Nochmal und wieder 2. Jetzt wieder 1. 1, 1, 1. Komm, noch ein Hit. Jawohl. Und jetzt wieder abbauen. Und jetzt vielleicht weg hier, wenn er irgendwas castet. Das seht ihr unten drunter. Könnt ihr auch immer sehen. Genau. Und jetzt schauen wir ihn wieder auf die Schnauze. Können wir wieder aufbauen. Zack, 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 zack. Wegrollen, weil er was castet. Das hätte ich vielleicht ein bisschen früher machen können. So, 1, 1, 2 und drauf. 2, 3. 4. Was ist denn mit dir los, ey? Hier, jetzt auf die. Zack, 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 zack. Und wieder aufbauen jetzt. Das ist wichtig. Jetzt haben wir es schon wieder aufgebaut. Ein bisschen Movement schadet nie, wie ihr sehen könnt. Eigentlich habe ich noch kein Leben verloren und besiegt. Hui, schöner Kampf. I love it, I love it, I love it. So, ich klicke jetzt, ihr bekommt Stab des Meisters und einen Beutel. Das ist doch mal herrlich. Immer mit der Ruhe. So, das Leben benutzt Fächer Geist des Feuers. Okay, erstmal ziehe ich den Stab an. Der macht nämlich mehr Schaden, wie ihr sehen könnt jetzt. Wir können uns auch mal angucken. Ich glaube, ne, mit was wollte ich noch mal raus? Hier, genau, mit Y. Holy shit. So, und ich würde sagen, das war es jetzt auch schon wieder für heute. Wir haben den Stab bekommen, wir haben den hier besiegt. Wir sind Level 5, haben schon 3 Balken hier wieder voll fast. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Ich bin Tim, ich bin raus, macht's gut.